Ja, hi, ich bin der Thorsten, ich bin selbstständiger Webdesigner, Blogger, Social-Media-Mensch und ja, ich gestalte Konzepte und setze Webseiten für Unternehmen um. Und mein zweites Standbein ist das Thema Social-Media, das heißt, ich helfe Unternehmen im Prinzip in Social-Web. Ja, ich bin eigentlich irgendwie überall, von Diaspora über Quora, über diese ganzen neuen Twitter-Geschichten, aber... Also sagen wir, aktiv bin ich auf Xing, bin auf Facebook, auf Google+ und natürlich auf meinem Blog. Und auf Twitter, habe ich Twitter schon gesagt? Also Twitter gehört auf jeden Fall auch noch dazu. Ja, ich melde mich überall an im Prinzip, versuche es irgendwie mal auszuprobieren. Und wenn ich sehe, das ist nicht meins oder wie diese ganzen Twitter-Klone, dann lasse ich es einfach wieder bleiben. Also ich denke, so spannend wie gerade eben oder in den letzten Jahren war es ja noch nie. Weil gerade durch den Bereich Social Web, also Mario Sixtus hat ja mal gesagt, endlich haben wir echte Meinungsfreiheit. Früher haben wir ja irgendwie immer noch eine Filterfunktion durch die Presse gehabt, durch das Fernsehen gehabt und so weiter und so fort. Durch Social Web hat ja plötzlich jeder irgendwie eine Stimme. Also jeder hat die Möglichkeit, seine Meinung kundzutun auf seinem Blog, auf Facebook, wo auch immer, Twitter, wie auch immer. Und das spielt natürlich in die verschiedensten Lebensräume mit rein. Seien es Journalisten, seien es Politiker, seien es Unternehmen, seien es auch einfach kleinere Handwerker. Jeder hat irgendwie die Möglichkeit, sich mit dem Ding auseinanderzusetzen. Die Gefahren des Internets. Ich habe schon, ja, glaube 2008 mal auf meinem Blog gefordert, dass es eigentlich die sogenannte Medienkompetenz an Schulen schon gelehrt werden müsste. Das hat sich jetzt zwischenzeitlich auch, glaube ich, durchgesetzt, wenn man so den Zeitungen glauben darf. So, jetzt wird das erste Mal diskutiert, dass wirklich an Schulen Online-Medienkompetenz auch wirklich mal gelehrt wird. Und mir geht es da eigentlich gar nicht so sehr drum, wie Facebook, Twitter oder was auch immer bedient wird. Ich glaube, das können die Jungen wahrscheinlich besser als du und ich zusammen, keine Ahnung. Sondern es geht eher um die wirtschaftlichen, kommunikativen, vielleicht sogar politischen und technischen Zusammenhänge. Also, dass die Jungen... Leute verstehen, dass Facebook keine Plattform aus christlicher Nächstenliebe aufmacht und dass wir uns lustig vernetzen können, sondern dass da halt ein Technologieunternehmen dahinter steht, ein großes amerikanisches Technologieunternehmen. Darüber hinaus sehe ich halt einfach eine Gefahr darin, dass die technischen Zusammenhänge nicht ganz klar sind. Dass zum Beispiel viele wahrscheinlich nicht wissen, dass jeder noch so kleine Chat, jeder Pinnwandeintrag, jede Nachricht von Facebook aufgezeichnet werden kann, wahrscheinlich auch aufgezeichnet wird und meiner User-ID zugeordnet wird. Also mir geht es da jetzt überhaupt auch gar nicht um Panikmache, sondern mir geht es einfach darum, dass die Generation, die jetzt im Prinzip mit dem Internet ganz normal aufwächst, dass die Zusammenhänge, die technischen wie auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge versteht.